Ich begrüße der Folge Lufia 2. Wir wollen heute zur Halbmondinsel im Nordosten, denn dort soll der Eingang nach Aquataria sein. Das hier oder was? Direkt. Das sieht ja so aus wie ein Halbmond. Ich will mal kurz auftauchen, was hier eigentlich drauf ist. Ah, das war ein Baum. Hier gab es ein Kapselmonster, wenn ich mich recht erinnere. Okay, alles klar. Gut, dann scheint hier der Eingang zu sein. Unterwasserhöhle, tada. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier oder was? Okay. Aquataria, guck mal da an. Hallo. Seid ihr Menschen? Wie seid ihr hergekommen? Das sage ich dir nicht. So, was geht ab? Für Menschen ist es etwas unbequem, deshalb kostet eine Übernachtung nur 20 Goldmünzen. Wollt ihr? Muss ich denn? Eigentlich nicht. Nein, muss ich nicht. Die Musik ist schön. Ja, definitiv. Wie halt immer im Spiel. Aber, ich habe keinen Namen des Kommunisten vergessen. Irgendwas mit Y war es. Egal. Jedenfalls, der ist ein Genie. Der ganze Lufia-Soundtrack ist großartig. Auch vom ersten Teil. Und von den weiteren Teilen weiß ich nicht so genau. Egal. Menschen! Die Welt scheint uns unterzugehen. Viele seltsame Dinge geschehen zurzeit auf dem Meeresboden. Okay. Haben die alle Schwanzflossen oder spiegeln? Nee, die haben Schwanzflossen, oder? Weil ansonsten würden wir uns ja auch Wasser spiegeln. Okay, alles klar. Die Menschen verzehrt auch Fisch, oder? Wie barbarisch. Langer Zeit schloss sich eine Nixe den Menschen an und verließ die Tiefen des Meeres. Wir leben viel länger als menschliche Wesen. Okay. Dann muss ja der Mensch dann relativ früh gestorben sein und die Nixe dann wahrscheinlich noch ewig lang gelebt haben und das ist dann voll traurig oder so, denke ich mal. Zumindest kann ich mir das vorstellen. Achso, mit der ich schon geredet. Das hier ist wahrscheinlich eine Kirche. Ja, okay. Ich speichere mal. Jetzt habe ich schon 25 Stunden und 32 Minuten. Okay, das Let's Play geht schon relativ lang eigentlich. Finde ich interessant, weil auf How Long to Beat steht, dass das Spiel ungefähr 26 Stunden lang ist. Das heißt, ich denke mal, wir nähern uns dem Ende. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Egal. So, was gibt's denn hier Schönes? Ein Eron-Schwert, ein Zirkonflegel. Triffst alle Gegner am Sonntag wirksam gegen Gegner, die. Okay, alles klar. Ja, kaufe dir sowas von. Ich meine, Magieangriff ist bei dir sowas von egal und Angriff ist besser, deswegen nimm. So, bei dir macht's die Abwehr um 3 runter und die Stärke um ein bisschen runter. Was hast denn du jetzt momentan als Moment hier. Fähigkeit. Ja, Frostbeule hat der jetzt geil, deswegen kannst du es ruhig kriegen. Ich meine, ich denke mal, es ist nicht so schlimm, dass das jetzt ein bisschen runter geht. Was? Achso. Oh, meine Güte. Das hier kann ich dir auch sowas von kaufen. Das hier kaufe ich auf jeden Fall Atea und Sela wahrscheinlich auch. Wobei, was hast du? Ah, das ist ganz cool eigentlich. So. Das kann nur Guy tragen und das kann auch nur Sela tragen. Auch das ist nicht so gut. Traurig nicht. Ich hab genug Heilangriffe. So. Okay, dann würde ich sagen, ich verfüttere mal kurz ein bisschen Stuff an die Kapselmonster. So. Gucken wir uns mal an, zu was denn jetzt der gute Fumi wird. Ich bin gespannt. Ich habe absolut keinen Plan. Huh. Sieht aus wie so ein Yeti von hinten oder sowas in Richtung. Keine Ahnung. So, dann. Was wird er denn jetzt? Und was muss ich ihm geben und so? Moment, ich muss mal kurz nachschauen. Wo steht das denn? Kapselmonster, hier. So. Wunderfrucht, gib ihm Wunderstufe 4, okay, alles klar, also ganz normal. Wunderfrucht möchtest du also haben, lieber
Tiger oder Fumi oder wie auch immer. Da Wunderfrucht. Das ist interessant. Was bist du? Jetzt haben wir schon mal den ersten und den letzten. Sehr schön. Okay. Nehmen wir dich mal einfach für den nächsten Kampf. Was auch immer. Ach, ich wollte mal was kaufen. Ich bin dumm. Sorry. Habe ich vergessen. So. Ja, möchte ich. Okay, Moment. Was brauche ich denn jetzt noch? Das wollte ich das Iron-Schwert kaufen. Ich glaube schon, oder? Ja, mach einfach, komm. So, Rüstung. Das Glitzer, glaube ich, nicht kaufen. Den Superpanzer wollte ich kaufen. Moment, was kann der? Gar nichts. Und was kann Guy momentan das Dings? Rüstung, Guy. Ich würde einkämpfen von. Ah, das würde ich nicht weggeben. Das kann ich gebrauchen irgendwann mal vielleicht. Deswegen, das gebe ich nicht weg. Nein. Das hier, ja, stimmt, genau. Und was haben die beiden jetzt? Selan, du hast. Das will ich nicht weggeben. Das will ich auch nicht weggeben. Nein. Das will ich nicht weggeben. Ich kaufe mir die Rüstung einmal. War auch zweimal, aber. Ja, ich gebe es niemandem. So. Früher hat er die Kraft der Lichtattacken. Okay, alles klar. Was kann der Maxim Schild momentan? Ich habe keine Ahnung. Ja, es kommt weg. Das habe ich auch irgendwie schon ewig. Kann das sein? Egal, komm, einmal hier. Wundervoll. Gut. Dann erkunden wir, ich werde weiter, würde ich sagen. Die Häuser sind aber sehr klein. Hallo. Ich habe noch nie zuvor Menschen gesehen. Ihr seht lustig aus. Wir sehen aus wie ihr, bloß dass ihr Schwanzflossen habt. Zumindest sieht es halt aus wie Schwanzflossen. Ich weiß nicht, ob es wirklich Schwanzflossen sind. Kann ja auch sein, dass es einfach nur so aussieht. So, hier war ich schon mal drin. Da war ich ja schon drin. Das war's in, oder? Ja. Ich mag es aber, dass irgendwie im Wasser keine. Im Wasser sind Pfützen, natürlich, Marvin. Also halt keine Schritte machen sind, genau. Wir haben ganz mal einen Schatten, aber wir laufen halt quasi nicht wirklich im Wasser, sondern über dem Wasser irgendwie. Zumindest sieht halt so aus. Das ist sehr interessant. Bist du die Königin? Unsere Königin, wird sicher mit euch sprechen wollen. Ja. Wir können Prinzessin Piara nicht finden. Sie schwimmt sogar im offenen Meer. Dann ist sie bestimmt im offenen Meer schwimmen. Ich bin Marla, die Königin von Cafetaria. Wie konntet ihr das Tor der Unterwasserhöhle öffnen? Der Ältesten Shada vertraute uns diesen Schlüssel an. Der Ältesten Shada, wie geht es ihm? Er lebt mit seiner Enkelin zusammen und scheint sehr glücklich zu sein. Das ist schön. Kennst du das Lufia-Schwert? Jetzt weiß ich, warum ich die Energie geführt habe, seitdem du in Aquataria eingetroffen bist. Ich habe heute keinen Lesetag irgendwie. Also wirklich, ich habe vorhin schon versucht, das aufzunehmen, das ging nicht. Aber ich. Hab jetzt voll Bock auf Lufia, deswegen spiele ich es jetzt. Seid ihr diejenigen, die den Höllenfürsten ein Ende bereiten wollen? Kannst du hell sehen? Wer weiß, wir sprachen gerade von dem Lufia-Schwert, oder? In dem Unterwassertempel gibt es ein glänzendes Schwert. Vielleicht ist es das Lufia-Schwert. Wo finde ich diesen Tempel? Nördlich von hier gibt es drei kleine Inseln, die einen Kreis bilden. Der Eingang zum Tempel befindet sich in der Mitte des Kreises. Keiner weiß, wer diesen Tempel gebaut hat. Ihr wollt dorthin? Ja, ich verstehe. Königin, die Strömung des Meeres hat sich völlig verändert. Die Strömung? Ja, ohne Vorwarnung. Wie verläuft die Strömung jetzt? Das kann man nicht sagen. Sobald man von der Strömung erfasst wurde, wird man mitgerissen. Ich könnte wetten, die Strömung führt bis an die Höhle. Königin, es ist zwar noch nicht sicher, aber was? Prinzessin Piara wird vermisst, wenn eben an, sie wurde von der Strömung erfasst. Piara? Wir werden ein Rettungsteam aufstellen und es sofort in die Höhle schicken. Nein, das kann ich nicht erlauben. Das ist viel zu gefährlich. Aber außerdem soll der Geisterkahn in der Nähe der Höhle gesehen worden sein. Königin, ich verstehe.
Wer ist Piara? Piara ist meine Tochter. Die Prinzessin von Aquataria befindet sich in Gefahr. Entschuldigt mich jetzt bitte, ich habe etwas Wichtiges zu erledigen. Du willst doch wohl nicht in die Höhle. Nein, das wäre Selbstmord. Wir wissen außerdem noch nicht, ob Piara wirklich in der Höhle ist. Entschuldigt mich bitte jetzt. Wie sie wegrennt. Die Königin geht zur Höhle, ich bin mir ganz sicher. Eine Frau kann so etwas fühlen. Sie hat aber doch gesagt, sie würde nicht gehen. Keine Mutter würde stillsitzen bleiben, wenn ihr Kind in Gefahr ist. Mich beunruhigt die Strömung. Etwas scheint im Meer vorzugehen. Etwas Böses treibt ein Unwesen. Kann sein. Okay. Wo soll ich jetzt hin? Ich habe keine Ahnung, wo die Höhle ist. Also soll ich einfach zum Tempel oder was? Ich habe keinen Plan. Ja, du sollst schon ins Schiff rein. Deswegen. Mann. Hier, raus. So. Ja, schwimme ich einfach mal ein bisschen hier rum, würde ich sagen. Da sind die drei Inseln. Waren wir eigentlich schon mal an Land? Okay, da kommt man scheinbar nicht hin oder erst später oder so. Okay, das sieht mir sehr danach aus, als ob wir noch ein Luftschiff bekommen würden. Weil ich meine, wie soll man ansonsten an die drei Dinger da kommen? Und auch wieder zum Tempel. Ja, gehen wir da mal rein, würde ich sagen. Jetzt bin ich gespannt, wie der Tempel aussehen wird. Oh. Dieser Ort ist sehr gefährlich. Geht bitte wieder zurück in eure eigene Welt. Dazu reicht uns die Zeit nicht mehr. Stimmt! Hey, ich dachte, ich komme jetzt aus dem Tempel. Okay, alles klar, okay. Gut, Bosskampf. Okay, why not? Habe ich Bock drauf. Oh, es ist ein Schiff, das ist wahrscheinlich Feuersturm sehr effektiv. Kann man sich das vorstellen. Keine Ahnung. Aber es sieht so aus, auf jeden Fall. So. Was machst du denn? Wie wär's mit Ritterschlag? Und du sollst schon. So. Und du machst. Flammenwand. Nee, mach einfach hier Himmelskraft. Keine Ahnung. Das ist ziemlich viel. Das ist noch ziemlich viel. Das ist noch mehr wollte ich eigentlich sagen. Ba, 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 ba. 9000. Quatsch. Hm? 999. Ach, das ist, glaube ich. Das ist ein Fuchs, oder? So ein Vieh wie Winonas Pokémon ist, oder? Der hat so hinten, ich kann heute nicht mehr reden. 7 Schwänze dran, oder? Kann das sein? Also, das erkenne ich jetzt erst. Ich glaube schon. Ich glaube schon, das ist noch Furie gewesen. Also. Er ist ja sehr cool, wenn ich so eine Attacke, der die mehrere Gegner trifft, aber egal. Okay, das war nicht so stark. Oh, das Team ist super. Immer noch. Das ist ziemlich cool. Das ist so ein Schwert, oder? Einfach nur Nervendolch. Okay, das ist klar. Gibt es ja auch in mehreren Spielen so ein paar Schwertgegner. Haben wir irgendwelche coolen Feuerattacken? Phoenix bestimmt. Ja, Phoenix. Gucken wir mal, wie viel das bringt. Da, 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 da. Also bisher macht er nicht viel. Der hat nur 2 Gegner gerufen bisher. Da, 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 da. Ja, das war okay, Schaden. Bisschen mehr als mit dem Schlag. Da, 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 da. Kann jetzt nicht mal aufhören, Verstärkung zu das wäre voll cool von ihnen. Es bringt ihm einfach nichts. Es ist einfach so, es bringt ihm überhaupt nichts. Es wäre wahrscheinlich effektiver, wenn er ganz normal angreifen würde. Glaube ich zumindest. Ich meine, er macht einfach keinen Schaden dadurch. Wow. Das bringt dir viel Geisterkahn. Aber okay. Also scheinbar ein ziemlich einfacher Bosskampf. Oder ich habe einfach nur mega viel Glück, keine Ahnung. Was ist los mit dem?
Es war ganz ehrlich. Er macht einfach nichts. Deswegen laden sich auch meine Zornattacken nicht mehr auf. Das ist schade. Aber okay. Oh, Verstärkung. Das ist einfach so lächerlich, ganz ehrlich. Ich habe einfach keinen Schaden genommen bisher. Oh, er ist besiegt. Was war das? Ich hinterfrag's einfach nicht. Die Strömung hat sich wieder normalisiert. War das Geisterschiff an allem schuld? Königin, bist du verletzt? Ja, aber ich habe euch gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Wir sind doch keine Feiglinge. Wir müssen unsere Königin und unsere Prinzessin doch beschützen. Ihr seid solche Beistinkt, glaube ich, egal. Sogar die Köpfe. Ich danke euch trotzdem. Vielen Dank. Man hat mir erzählt, dass alle Menschen Egoisten seien. Ihr habt mich vom Gegenteil überzeugt. Es gibt schon einige Egoisten unter den Menschen. Aha, und bei den Elfen gibt es halt bei keine Egoisten, ne? Nur wenige. Ja, weil es nur wenige Elfen gibt. Das reicht jetzt. Sie meinen das nicht im Ernst. Sie machen nur Spaß. Wirklich? Ja, das machen die beiden ständig. Sehr interessant. Kein Wunder, dass euch der Älteste in Chala den Schlüssel gegeben hat. Es ist erst viel wert, oder? So viel wie das Leben von... Die Strömung! Ich glaube nicht, dass das Geisterschiff die Strömung verändert hat. Auf, wir müssen sie retten! Nur die Ruhe, das sind Nixen, die werden nicht ertrinken. Lasst uns losgehen und nach dem Lufia-Schwert suchen. Ja, wo muss ich da jetzt hin? Einfach in so eine Strudel rein, oder was? Guck mal einfach mal. Ja, fahr am besten nochmal gegen die Wand, das ist richtig so. Mann, also, Gott, ich hasse es, mit den Controller zu spielen, ganz ehrlich. Ich habe mich jetzt schon so oft darüber beschwert, aber es ist einfach so. Es geht mir so auf den Sack, okay, das ist klar. Kommt mal jetzt, ich mach mal kurz zurück, kommt mal jetzt mit allen Teleportern zum Strudeln zum gleichen Ding hin, oder ist das alles unterschiedlich? Weil wenn ja, würde ich gerne nachgucken. Jetzt der hier. Okay, das scheint mir alles zum gleichen zu führen. Falls es nicht so ist, dann schreibt es in die Kommentare. Das wäre sehr schön. Aber jetzt erstmal hier der Unterwassertempel. Ah. Seid in Ordnung? Ja, scheint so. Die Strömung hat uns direkt hergebracht. Ich bin wirklich froh, dass wir alle wohl auf sind. Freut euch nicht zu früh. Was meinst du damit? Fühlst du es denn nicht, Selam? Konzentriere dich, Selam. Hier ist diese Energie. Die Energie des Bösen. Ja, hier muss einer der Höllenfürsten sein. Das war doch irgendwie klar, oder nicht? Dass der für die Strömung verantwortlich ist. Königin, wir müssen jetzt gehen. Wir werden den Ausgang suchen. Seid vorsichtig. Ich kann etwas Gefährliches fühlen. Dann sollten wir uns beeilen, den Ausgang zu finden. Dieses Gebäude könnte es sein. Auf geht's. Oh nein! Nur weniger Außerirdische dürfen herantreten. Ihr scheint nicht dazu zu gehören. Wer bist du? Wenn du es wissen möchtest, dann komm doch. Mache dich auf dein Ende gefasst. Doch, mach dich auf dein Ende gefasst. Warum hast du meinen Nixen das angetan? Ich werde dir nie verzeihen. Nein, geh ja nicht hin. Vorsicht. Narkose. Mutter. Es geht dir gut. Sie schläft nur. Bist du sicher? Ja, such den Ausgang und mach, dass ihr verschwindet. Was mit euch? Wir werden reingehen. Ich dachte nur, Auserwählte dürfen... Wir sind die Auserwählten. Wir sind in der Lage, die Höllenpfosten zu besiegen. Ihr habt die Kraft, um die Höllenpfosten zu besiegen... Wurde euch die Kraft von Überwesen verliehen? Das Leben wurde von den Überwesen erschaffen. Aber müssen sie auch das Böse erschaffen haben? Ja, das könnte doch stimmen. Warum wurden uns solche Kräfte in die Wiege gelegt? Das werden wir noch früh genug feststellen. Ich fühle die Strömung, also kann der Ausgang nicht weit sein. Und sie pennt. Okay, dann gehen wir mal rein, würde ich sagen. Ist eigentlich hier bei den Säulen noch irgendwas? Nö, scheinbar nicht.
So, ich bin gespannt. Direkt ein Teleporter, wundervoll. Wo sind wir denn jetzt? Ba, 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 ba. Die Musik ist super übrigens. Das sieht man irgendwie. Ich weiß nicht. Kämpfen wir jetzt direkt? Oder? Weil wenn ja, dann wird es auch erklären, wieso der Kampf gegen das Geisterschiff so einfach war. Das war halt wirklich so ziemlich der einfachste Bosskampf im Spiel. Selbst der erste war schwerer, weil man halt dann nur alleine war. Ich denke mal jetzt, wartet. Ne, das ist falsch. Ach so, ich dachte, der Höllenfürst hat das gesagt. Okay, ist dir das Lufia-Schwert? Was ist das für ein Geräusch? Das Schwert, es sinkt. Es ist verstummt. Ah, nur Maxim kann wahrscheinlich führen und deswegen sinkt das für ihn sozusagen. Der Gesang galt nicht mir. Maxim, was ist? Ach, ich hatte recht. Es gibt tatsächlich einen Sterblichen, der das Schwert erklingen lassen kann. Nämlich du. Wie ist dein Name? Ich bin Daos, Meister des Terrors und Herr der Qualen. Ich bin der Fürst der Höllenfürsten. Der Anführer der Höllenfürsten? Wahrlich, das bin ich. Warum willst du die Welt zerstören? Warum vernichtest du ohne Grund? Das Schwert ist der Grund. Wie meinst du das? Das Lufia-Schwert wurde in der Hölle geschmiedet. Und nun hat es begonnen zu singen. Was hat das zu bedeuten? Es bedeutet, dass ein Sterblicher existiert, der die Macht hat, uns zu bekämpfen. Er steht vor dir. Die Starken werden die Welt beherrschen. Wir, die Menschen, sind stark. Na, mit dieser von der erstgleichen geschaffenen Waffe werde ich dich bezwingen. Das Lufia-Schwert ist verschwunden. Doch warum? Du bist das Schwert, das nicht würde, Sterblicher. Nein. Ohne das Schwert bist du ein Nichts. Du wirst unsere höllische Herrschaft ich kann nicht mehr lesen! Du wirst unsere höllische Herrschaft dulden müssen! Ist das wirklich Shada? Ich glaube, Daos hat uns sehr gewarbt. Warum nur? Seid ihr ja wieder? Habt ihr das Land der Nixen gefunden? Ja. Hoch, es wird dunkel. Dort schaut nach oben eine schwebende Insel. Was? Hört mich an, Menschen der Erde. Ich bin Daos, der Meister des Terrors und Herr der Höllenfürsten. Ihr, die nur euren Frieden wollt, habt den Glauben verloren. Nun erfahrt, was Terror bedeutet. Oh nein! Warum hat er uns bloß hergebracht? Das werde ich ihm nie verzeihen. So einfach kommt er mir nicht davon. Seht nur, wie schwach ihr seid. Seht ihr nun. Wenn du kämpfen willst, dann kämpf mit uns. Nur ein Feigling vergreift sich an Wehrlosen. Hahaha! Du Wurm hast etwas zu sagen? Dann komm hier herauf und rede mit mir. Das werde ich. Maxim, was sollen wir tun? Die Insel befindet sich am Himmel. Verflixt, wir können ja nicht. Können wir nichts ich kann nicht mehr lesen, meine Güte! Können wir denn nichts dagegen unternehmen? Was soll ich nur tun? Ich würde sagen, wir gehen zu Lexis und fragen ihn, ob er irgendwas dagegen machen kann. Also, dass wir, keine Ahnung, fliegen können mit dem Luftschiff, mit dem Schiff halt. Wie vorhin schon gesagt, wir kriegen wahrscheinlich ein Luftschiff. Zumindest denke ich das. Okay, in dem Part haben sich die Ereignisse jetzt ziemlich überschlagen. Übrigens, was mir jetzt gerade während der Cutscene aufgefallen ist mit den Höllenfürsten, nochmal so allgemein, beziehungsweise was mir allgemein aufgefallen ist, jetzt nicht jetzt bei der Cutscene, sondern es ist mir wieder eingefallen, dass es mir aufgefallen ist. Ich habe mir das Intro des Spiels nämlich nochmal angeguckt und da war ja eine Frau und die war bei diesem Meister, ich habe den Namen vergessen, Arik oder so.
Und der hat die ja weggeschickt. Und die Höllenfürst wahrscheinlich auch. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und diese Frau war ja Iris. Halt in ihrer wahren Gestalt und so. Das ist mir dann erst aufgefallen. Das heißt, Iris ist wahrscheinlich wirklich böse. Erem, hieß es doch. Genau. Ich bin gespannt, wie das noch alles aufgelöst wird. Aber auf jeden Fall war es das für den heutigen Part. Bis dann und ciao. Euer Biro. Tschüss.